Ich möchte das Video das von InScope, den Vlog gucken aus Mykonos. Es führt. Meinst du nicht? Ja, okay, dann mach voll. Ja, okay, ich sehe es gut. Siehst du? Ja, sehe ich. Okay, schauen wir mal rein. Let's go. Es fühlt sich eigentlich schon fast falsch an, diesen Dreckskanal wieder in Angriff zu nehmen. Allzu gut, ey. Ab nach Mike Onos. Alter, da ist es wieder, Alpha-Markt. Ey, ne, Alpha. Wir waren gestern auch einkaufen, das war ein Getränkemarkt, der hatte unfassbar viel Bier. Die hatten auch viel ausländisches Bier, aber leider nicht Alpha. Boah, ich hätte es mir ohne Witz geholt. Das war wirklich sehr, 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 sehr geil, oder? Ja, das wäre echt geil. Alpha ist echt Premium. Premium, so, muss man ehrlich sagen. Was ist das? Was läuft? Diego! Ey, du bist. Man sieht den gar nicht. Komplett überbelichtet, weil du zu weiß bist. Kannst du aber ein bisschen braun werden, komm ich ins Video. Das kommt auf keinen Fall ins Video. Sydney, auch ein nicht gesehener Gast auf diesem Kanal hier. Sydney, erzähl mal ein bisschen was über dich. Hallo, ich bin Sydney. Amar, fühl dich hier wie zu Hause. Kollegen von mir hier waren unterwegs. Ja, das wäre ja, was machen wir gerade? Weißt du? Wir saufen jetzt noch mies in den Rand. Ich melde mich dann mit dir. Wie erwartet, haben wir den ersten Abend genutzt, um ordentlich zu arbeiten. Da waren wir noch gar nicht da, ne? Stimmt, ne? Am ersten Abend, da waren die schon besoffen, die waren ja schon komplett fertig. Die haben ja schon in der Gruppe dann geschrieben, oh oh, Achtung, Achtung, oh oh. Also, waren die echt betrunken? Ich kam ja am Flughafen an, dann bin ich in die Wohnung gekommen, musste da 3 Stunden erstmal alleine sitzen. Weil die alle bis 16 Uhr gepennt haben und die ganze Bude stank nach Alkohol in jedem Zimmer. Ja, chillig, Mann. Amar, ich sehe da drüben, bist auch nicht gerade am Abschuften, oder? Meine Güte, Digga, überarbeite dich bitte nicht. Oh nein. Alter, wie sehr hast du davon Flashback von diesem Föhn? Ich hab's schon mal gesagt, ich fand's gar nicht so schlimm. Echt nicht? Nee, das hat so, wenn du so Regengeräusche oder so Donnergeräusche oder so im Hintergrund dir anmachst, ich hasse es, wenn es komplett still ist. Ich höre oft einen Podcast zum Einpennen und dann haben wir einfach Föhn gehört die ganze Nacht. Ging auch. Okay, ja gut, okay. Nee. Hä? Föhn nicht. Warum? Weil das schön ist. Ich mag die Luft. Liebe Leute, in diesem Sinne. Er kam um 3 ins Zimmer, legt sich neben mich, macht den Föhn an. Ich denk so, sau die stabile Frisur hast du da. Danke, Mann. Prankt mich. Oh nee, bitte nicht. Bitte nicht. Was soll das jetzt? Deine Erwartungen an den Urlaub in 3, 2, 1. Erholung. Ich bin raus. Deine Erwartungen an den Urlaub. Deine Erwartungen an den Urlaub. Richtig neue, geile Freundschaften schließen. Kannst du es vielleicht doch rausschneiden? Deine Erwartungen an den Urlaub. Ich habe seit 3 Stunden Durchfall. Möglich. Was hast du hinten da am Mund? Durchfall. Ach du Scheiße. Viele weibliche. Niki hat sich, glaube ich, gerade 1,2 Kilo Sonnencreme auf die Haut geschmiert. Dir geht's überhaupt nicht gut, oder? Nee, mir geht's nicht. Du so siehst doch gar nicht gut aus, Miki. Männer. Ime. Ime. Meralos. Meralos. Malakas. Malakas. Gute Lebenseinstellung. Ja. 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 Max? Ja? Ja. Also, Rebi, Digga, ich würd's noch feiern. Würdest du hier noch an jedem Finger einen Ring machen, weil es einfach fresher kommt? Wir fahren jetzt in die Stadt, genau. Ja. Dann kannst du dir deine Haare noch mal heller machen. Jo, Leute, das war's mit dem Shopping-Blog. Wir sehen uns. Ich hab mir insgesamt für 2. Wie Miki da am Flexen ist, Alter. Ihn hat so verändert, oder Max? Ja, der war gar nicht gut. Aber vielleicht tat ihn auch sehr gut. Irgendwas dazwischen. Ja, also ich glaube, es war nicht verkehrt für ihn, ne? Ja. Und heute Abend gehen wir zu dem Mann, der sich Salz auf seinen Ellenbogen schüttet, richtig? Richtig, der macht das von seinen Ellbogen aufs Fleisch, damit du halt ein bisschen Ellbogen hast. Ich hätte es nicht gedacht, aber in Griechenland auch auf Ehre unterwegs. Haben tatsächlich im Angebot veganes Souvlaki. Ich bin sehr gespannt, wie das schmecken wird. Und natürlich Alpha-Bier, ganz wichtig und richtig hier auch für den Pegel. Max ist auch schon im guten Pegel angekommen und probiert. Ja, ein Bier, das sehe ich anders. Hast du vermacht, Ding? Ja, ich habe das unterschätzt. Was sagst du jetzt? Digga, Miki ist komplett raus gewesen die ganze Zeit. Das habe ich gar nicht so mitbekommen. Der hat ja nichts verstanden. Der war teilweise so sternhagelvoll. Wie geil einfach. Junge, der war ja wirklich durchgehend besoffen. Das habe ich so im Rückblick gar nicht mitbekommen. Der hat ja nur dumme Sachen gemacht die ganze Zeit. Ist auch ihre, ne? Ist klar. Ist ja klar. Guck mal jetzt, wo er einkaufen war. Was dazu, dass du jetzt einfach aus dem Nichts plötzlich mal einfach 6.000 Euro ausgegeben hast? Das schiebt aber ganz an. Sind wie ist die Lage? Super. Ich werde nicht kotzen, mir geht's super. Ey, Max, ganz kurz, wie war das jetzt gestern, deine ersten Homo-Erfahrungen zu machen? Ganz auch. Weißt du auch nicht, Alter. Das ist ein riesiges Missverständnis. Ein riesiges Missverständnis, sagst du?
Ey, das war schon extrem. Also Sancho Pride war auf jeden Fall wild. Ja, hey, es war ja ein Missverständnis. Ich bin ja nicht Sancho offensichtlich. Aber an dem Abend warst du Sancho. Ich war nicht an dem Abend Sancho. Irgendein anderer großer blonder Typ mit einer Armschlinge hieß dort Sancho. Aber das war nicht ich. Als ob es einen Typen gab, der genauso aussah wie du und auch das Schlüsselbein gebrochen heißt. Und dann heißt der Sancho, ja. Der Sancho. 100 Pro. Als ob so ein Kerl, der so aussieht wie du, Sancho heißt. Ja, vielleicht sah der ein bisschen anders aus. Okay, alles klar. Plötzlich neben Max sind halt hier so ein paar Schwule, ne? Die nennen Max plötzlich einfach Sancho und tanzen den so an. Is your love tonight? Alles klar. Ich glaube, der Typ, der den angetanzt hat, das warst du, oder? Oh, guck mal, von hier unten ist eine geile Perspektive. Oh, nee. Oh. Mal, guck mal, wie er mit Horror da runterstarrt. Weil er keinen Bock hat, da reinzuspringen. Siehst du das? Ja, stimmt. Ja, die Höhenangst. Jungs, ja, super geile Perspektive. Hey, auf dem Schiff gegenüber sind heiße Tryhards. Hast du schon gesehen? Heiße Tryhards. Guck mal, heiße Tryhards. Heiße Tryhards. Ey, Junge, Max. Wie kann man denn heiße Tryhards auswendig machen? Wie soll man das sehen? Wie sieht ein Tryhard aus? Kennst du das Tryhard-Emote? Ja, doch, aber... Ja, so. Ja. Okay. Und dann halt super heiß. Heiß, super heiße Tryhards, okay. Ja. Oh, das war der geilste Laden, Alter. Mann über Bord! Digga, da bist du einfach weggeschwommen, weil du die Rechnung nicht bezahlen wolltest, Max. Ultra geil, das war so ein nicer Weg einfach. Ich hab eine halbe Stunde gebraucht. Mit einem Arm. Ja, ich bin quasi nur getrieben. Dein Kopf war so minimal über Wasser. Mann über Bord! Es ist Mann über Bord! Guck mal, jetzt in der Luft. In der Luft, die Brille, weg ist sie. Auf dem Wie er auch gedacht hat, dass er sie treffen würde, oder? Ja, na, so schlecht. Einfach übers Bau. Seine Gucci-Sonnenbrille. Ah, wie geil. Seine Gucci-Sonnenbrille. So blöd. So, Leute, hast du eine geile Perspektive jetzt einfach genau aufgenommen gehabt? Ja, ja, richtig krass. Wir sind alle hier nüchtern. Ja, yeah, wir sind nüchtern. Ja. Kennst du, wenn du böse einen sitzen hast, aber dann noch irgendwie nüchtern tun möchtest? Wir sind komplett nüchtern. Ah ja. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, auf dem Boot, da hatten wir aber auch echt einen Pegel. Also das war wirklich... Ja, klar. Wir waren 14 Stunden unterwegs auf dem Boot. Das war und durchgehend musste man Bier in die Hand nehmen. Ja, das war nicht mehr feierhaft. Weil es so warm war. Ehrlich. Und die haben uns vor allen Dingen jetzt alkoholfreie Drinks dahingestellt. Und wir Alkoholiker haben da noch einfach Alkohol reingekippt. So. Das ist das Problem gewesen. Ja. Und es gab nur Obst zu essen. Ja. So. Und das heißt, ich hatte schon mal nicht so viele Magen. Ja, richtig. Guck mal, Amar. Amar. Aber Nico auch anders. Guck mal, Nico ist auch, ja, Nico auch anders drauf. Ich hab den Text vergessen. Scheiße. Man muss die Toilette auf diesem Boot ja gar nicht benutzen, weil man kann ja auch einfach easy ins Meer kacken. Das Zeug aus der Toilette landet eh im Meer. Hast du ein bisschen Bedenkzeit gebraucht, oder? Ja, das war mal eine richtig lange Pause. Ich hab ein bisschen gebraucht, bis das im Kopf ankommt. Ich hab 5 Sekunden für meine Antwort gebraucht. Stark. Stinkt ja übertrieben nach Kanalisation. Es stinkt nicht. Sascha hat schon Kopfweh und Durchfall. Boah, Digga, es stinkt hier so, Alter. Junge, Aktien, High Five, Mann. Amar, dreht durch. Nein, Amar, ich bin heute endlich angekommen. Lass mich bitte einmal. Amar am 5. Tag auf einmal Energie gehabt. Komm, bitte High Five. Ja, stimmt. Amar, dreht durch. Ach komm. Ballestas. Ach komm. Gar kein Bock mehr, dass die Kamera drauf gehalten. Dachte mir so, okay, wir haben alle Videos aufgenommen, wir haben alles gemacht, wir haben alle Instagram-Stories gemacht, jetzt kann ich mal schön ein paar Bierchen trinken. Dann trinke ich ein paar Bierchen, denke, wir sind fertig mit der Aufnahme, kommt dann mit seiner riesen Kamera an. Und dann geht es einfach nur, ach komm. Und Sidney noch hinter dir, Sancho. Okay, Leute, zusammengefasst. Über den Urlaub kann man folgendes Resümee ziehen. Miki hat sich einfach
Bedienstete bestellen lassen, damit die seinen Koffer packen, während er sich föhnt, damit die dann zu ihm kommen und ihn fragen, ob das T-Shirt seins ist. Ey, das ist nicht Mikis Ernst gewesen, oder? Doch. Da kam, der hat morgens um 8 zwei Bedienstete angerufen, die sollen ihm seinen Koffer packen und damit er noch ein bisschen länger schlafen kann. Und ich war daneben mit einem Arm und krieg gar nichts hinzupacken und habe 2 Stunden gebraucht, meinen Koffer zu packen. Von allen Leuten, von allen Gruppen, die wir kennengelernt haben, waren die Schweizer die coolsten. Oder? Die Dänen habe ich nie gesehen. Ja, stimmt, da warst du schlafen. Ich habe gepinnt. Und die Deutschen hast du auch nicht kennengelernt. Und die Briten auch nicht. Nee, ich auch nicht. Nee. Du hast die ganze geschlafen, Alter. Nee. Digga, ich war mit einem gebrochenen Schlüsselbein bis um 5 immer unterwegs, komplett besoffen. Und dann lege ich mich ins Bett und dann fahre ich, jo, um 7 kamen die Dänen und sind dann Timo, um 9 raus, Kuss, reingehauen. Kuss, vielen, so, what Dank, the fuck? Dankeschön, danke für die. Ja, du warst halt einfach raus, Alter. Ja, um 5 hau ich rein. So, um 5 ist Schluss. Ich fange dann lieber am nächsten Tag direkt um 11:30 Uhr an. Ja, um 7 kommen aber wir zurück mit Frauen. Ja, aber ihr, die muss ja nicht um 8 Uhr morgens eine abstellen, what the fuck. Ihr habt einfach immer gepennt bis 17 Uhr, wo die Sonne schon unterging. Die Sonne ging doch relativ früh unter. Ihr fahrt nach Mykonos für geiles Wetter und seid nur nachts unterwegs. Ja, richtig. Ja? Ja. Ja, ja. Also die war auf jeden Fall die coolste Gruppe. Ist, ja. Du bist die Jess? Ich bin die Jess, bin 28 Jahre und komme aus der Schweiz. Und bei dir schiebt's ganz anders, oder? Ich hab's schon anders getrunken. Du dich selber angucken, um zu sehen, wie hässlich du bist. Nach 3 Stunden hat sie es endlich geschafft, sich fertig zu stylen. Es ist unglaublich. Über euch hängt einfach ein nackter Typ. Ey, da waren die gar nicht mehr da. Wo war das? Die haben sich nochmal getroffen in der zweiten Villa. Die haben sind nochmal umgezogen einen Tag. Ja, die haben sich nochmal getroffen. Interessant. 2 Tage hintereinander. Mhm. Okay, ja, Nico. Wie findest du den Shit? Schade eigentlich, oder? Vor allem, weil er mir an dem einen Abend. Ach komm, reden wir nicht drüber. Krass, wie liegt. Ja. Ehrlich? Feucht. Okay. Alles klar, das ist auch eine Rückmeldung auf die Frisur, die man bekommt. Ja, liebe Leute, was soll ich sagen? Einfach nur wow, was hier passiert ist. Ich muss einfach immer wieder sagen, in solchen Momenten merke ich einfach, Digga, das ist für mich der geilste Job, den ich haben kann. Alkoholiker. Für euch war der Content auch enjoyable. Also, 6 Tage durchgesoffen. Einfach nochmal Danke sagen. Geiler Job. Dass Spasten wie wir so ein Leben leben dürfen. Zurück in Germany. Wetter übertrieben Scheiß. Ich hoffe, das Video hat euch nicht gefallen, Leute. Endlich mal wieder ein scheiß FLOG. Wenn es der Fall ist, Moment, dann schallert den Daumen jetzt im linken oberen. Is your life tonight durch. Wisst ihr was? Scheiß drauf. Gutes Video. Eintauchen. Ja. Das war ein sehr gutes Video. Das war gut. War genauso lustig wie meine Vlogs, oder? Ja, ihr habt alle tolle Vlogs gemacht. Ihr habt alle euren eigenen Style und verschiedene Szenen eingefangen. Mhm. Das fand ich gut. Okay.